Jo Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Freunde, in den letzten Tagen habe ich mir einige random Yu-Gi-Oh! Fakten durchgelesen und ich dachte mir, davon wusste ich zwar das meiste, aber es gab auch einige Sachen, die wirklich außergewöhnlich gewesen sind und ich dachte mir, ich als CK Phoenix muss das natürlich mit der Welt dort draußen teilen. Und deshalb gibt es heute 100 Fakten über Yu-Gi-Oh! Den Anime, den Manga und auch das Kartenspiel. Ich weiß einfach zu 100%, dass ich das bereuen werde. Da wir einiges vor uns haben, würde ich sagen, quatschen wir nicht lange rum und starten einfach mit dem Video. Yu-Gi-Oh! Bedeutet übersetzt König der Spiele. Was auch der Grund dafür ist, dass der Ausdruck König der Spiele in der Serie so oft vorkommt. Das Kartenspiel, welches wir als Yu-Gi-Oh! Bezeichnen, heißt in der Serie allerdings nicht Yu-Gi-Oh!, das wäre ja irgendwie komisch, sondern Duel Monsters. Beziehungsweise, ganz zu Beginn von Yu-Gi-Oh! Hieß es nicht mal Duel Monsters, sondern Magic and Wizards. Das war zum Beginn des Yu-Gi-Oh! Mangas, beziehungsweise in Yu-Gi-Oh! Season Zero, also quasi der Beta-Anime-Version von Yu-Gi-Oh! Und da ging es nicht mal wirklich um Duel Monsters, es war eher eines von vielen Spielen und Rätseln, um die es gehen sollte. Anders als im Manga oder im Anime haben wir allerdings im Kartenspiel von Anfang an immer mit 8000 Lebenspunkten gespielt. Es gab nie einen Zeitpunkt, zu dem man mit 4000 Lebenspunkten gespielt hat. Auch wenn viele Leute der Meinung sind, ja, aber früher hat man ja. Nein, hat man eben nicht. Mittlerweile gibt es über 10.000 verschiedene Yu-Gi-Oh! Karten. Und Konami war so kreativ, eine Jubiläumskarte rauszubringen mit dem Namen 10.000 Dragon. Junge, keiner will Drachen sehen, davon gibt es einfach schon so viele und dann, Digga. Und auch wenn es so viele Karten gibt, gibt es natürlich eine Beschränkung darüber, wie viele Karten man in seinem Main Deck spielen darf. Wir dürfen zwischen 40 und 60 Karten in unserem Main Deck spielen, allerdings war das nicht immer so. Denn bis ungefähr zu Beginn der 5Ds-Ära gab es kein Limit dafür, wie viele Karten im Main Deck sein dürfen. Du konntest halt literally 2000 Karten in dein Deck packen und sagen, ja, die brauche ich alle. Und das hat sogar jemand gemacht und ich bin mir ziemlich sicher, das ist der größte Troll der Yu-Gi-Oh!-Geschichte. Der ist einfach mit so einem riesigen Haufen von Karten gekommen und hat gesagt, das ist mein Deck. Und da dachte sich dann Konami wahrscheinlich so, okay, wir müssen ein Limit einführen. Und das Limit von 60 Karten ist eine ziemlich gute Grenze. Ironischerweise gab es aber in den meisten Videospielen, schon bevor diese Regelung eingeführt wurde, ein Limit darüber, wie viele Karten man in seinem Deck spielen darf. Und zwar betrug das meistens 80. Was verdächtig nah an den letztendlichen 60 Karten dran ist. Ursprünglich gab es ebenfalls kein Extra-Deck-Limit. Ich meine, damals war es auch nur das Fusionsdeck und nicht das Extra-Deck und das wurde erst mit dem Wechsel von Fusions auf Extra-Deck mit der Einführung der Synchro-Monster geändert. Aber das war auch eine relativ sinnvolle Entscheidung aus heutiger Sicht betrachtet. Zauberkarten, beziehungsweise auf Englisch Spellcards, hießen früher Magic Cards. Und da gab es so ein kleines Problem mit Wizards of the Coast, also den Machern von Magic the Gathering, die nicht unbedingt wollten, dass in einem anderen Kartenspiel Magic-Karten existieren. Was Sinn macht, um ehrlich zu sein, weshalb der Ausdruck Magic Cards in Spell Cards umbenannt wurde. Es wurde sogar das komplette Set Magic Ruler in Spell Ruler umbenannt. Und die Karten aus dem Magic Ruler Display sind auf jeden Fall viel, viel mehr wert als die aus Spell Ruler. Ich meine, die sind halt viel seltener. Der weiße Drache mit eiskaltem Blick. Und ja, er heißt so. Es ist der weiße Drache mit eiskaltem Blick. Wagt es gar nicht, erst ihn blauäugiger weißer Drache zu nennen. Ist im Anime die seltenste Karte überhaupt. Es gibt nur 4 Kopien, von denen Kaiba eine zerrissen hat und alle anderen 3 besitzt. Also gibt es effektiv nur 3 weiße Drachen. Allerdings ist die Karte ironischerweise im realen Kartenspiel die mit Abstand am weitesten verbreitete Karte. Es gibt mittlerweile 54 Printings. 54 von dieser Karte. Die Karte mit den zweitmeisten Printings ist Mystischer Raumtaifun mit ganzen 52 Printings, wobei ich mir sicher bin, dass MST mittlerweile relativ abgelöst wurde und deswegen nicht mehr allzu häufig vorkommen wird, während der weiße Drache dann schon doch noch häufiger vorkommen wird. Und wo wir schon beim weißen Drachen mit eiskaltem Blick sind, es gibt kein normales Monster mit mehr als 3000 Angriffspunkten. Was höchstwahrscheinlich daran liegt, dass es die Lieblingskarte von Kazuki Takahashi ist und er das niemals zulassen würde. Kommen wir von einem legendären Drachen zum nächsten, und zwar zu Joeys schwarzem Rotaugendrachen, auch im Spiel bekannt als rotäugiger schwarzer Drache. Dieser wurde bei seinem ersten deutschen Printing falsch übersetzt, wie auch immer das passieren kann. Denn aus irgendeinem Grund hat man aus Red Eyes B Dragon, B steht natürlich für Black, rotäugiger, blauer Drache in der deutschen Version gemacht. Junge, wie zurückgeblieben kann man denn sein? Das ist doch eine der bekanntesten... Junge.
Die Karte Blue Eyes Shining Dragon, die 2004 im Zuge des Yu-Gi-Oh! Kinofilms verteilt wurde, war 2 Jahre lang komplett unspielbar, denn sie braucht den blauäugigen Ultradrachen als Material, der allerdings erst 2006 als Shonen Jump Promo rausgekommen ist. Überleg das mal, die Karte gab es einfach 2 Jahre lang und du konntest sie einfach nicht beschwören. In Europa kam der sogar erst 2008 in der Gold Series raus, also 4 Jahre. Junge, überleg dir mal, du kriegst so eine Karte beim Kinofilm und denkst so, boah, die ist ja mega krass, sie kommt sogar im Film vor und dann kannst du die einfach nicht spielen. Ich meine, warum? Wo wir schon beim blauäugigen Ultradrachen sind, im Anime gibt es eine Folge, in der Yugi seinen Mammutfriedhof an Kaibas blauäugigen Ultradrachen dran fusioniert, sodass dieser von innen heraus verschimmelt und immer schwächer wird. Ja, Staffel 1 war ganz schön wild. Das war übrigens auch eines der wenigen Duelle, die Yugi jemals verloren hat. Insgesamt hat Yugi nur 4 Duelle in der gesamten Serie verloren. Und zwar dieses Duell gegen Kaiba, was er auch nur verloren hat, weil Kaiba sich auf den Rand eines Gebäudes gestellt hat und gesagt hat, ich springe, wenn ich jetzt verliere. Ein Duell hat der Milchbubi Yugi gegen Rebecca verloren, weil er sie gewinnen lassen wollte, weil er ein Gentleman ist. Ein Duell hat Atem gegen Raphael verloren, weil er dazu mehr oder weniger gedrängt wurde, das Siegel von Orikalkos zu spielen und wahnsinnig geworden ist. Und ein Duell hat Atem auch noch verloren, aber ich weiß nicht, ob man das wirklich zählen kann, denn er hat es gegen den Milchbubi Yugi verloren. Also hat Yugi das Duell quasi gewonnen und auch verloren. Also, ich weiß nicht, wie man das jetzt zählen soll, okay? Es bleibt übrigens offen, ob Yugi vielleicht auch das Duell gegen Joey nach dem Battle City Finale verloren hat. Dafür würde sprechen, dass Joey danach seinen schwarzen Rotaugendrachen zurück hat. Dagegen spricht aber, dass die Staffeln, in denen er seinen schwarzen Rotaugendrachen zurück hat, non-canon sind. Also könnte man davon ausgehen, dass Yugi gewonnen hat. Man weiß es nicht. Jemand, der allerdings nie verloren hat, ist Yusei Fudo aus Yu-Gi-Oh! 5Ds. Das ist der einzige Protagonist, der nie ein Duell verloren hat. Abgesehen von Flashbacks, aber wollen wir das jetzt wirklich mitzählen? Übrigens ist Yusei auch der älteste Protagonist eines Yu-Gi-Oh! Animes mit stolzen 18 Jahren, zumindest zu Beginn. Der jüngste ist der neue komische Typ aus Yu-Gi-Oh! 7s. Ich weiß nicht mal seinen Namen, er ist auf jeden Fall 11 Jahre alt. Dann gibt es noch Yuma, der ist 13, Yuya ist 14, Jaden ist 15, Yusaku ist 16. Und bei Yugi weiß man es nicht genau, aber man geht davon aus, dass er auch circa 16 ist, weil er zu Highschool geht. Ich schätze, das passt schon. Yu-Gi-Oh! GX und Yu-Gi-Oh! 5Ds wurden nie zu Ende synchronisiert. Während man bei Yu-Gi-Oh! 5Ds mitten in der 4. Staffel aufgehört hat, ist es bei Yu-Gi-Oh! GX noch viel krasser. Und zwar hat man einfach alles bis zum Ende der 3. Staffel synchronisiert und nur das Ende, wirklich nur die letzte Folge der 3. Staffel, nicht mehr auf Deutsch übersetzt. Das heißt also, für uns im Jahre 2008 in Deutschland endet Yu-Gi-Oh! GX damit, dass Jaden sich per Superpolymerisation mit Yubel fusioniert und in der Duellmonster-Dimension bleibt, während seine ganzen Freunde ratlos zur Duellakademie zurückkehren und darüber traurig sind, dass Jaden nie wieder zurückkommen wird. Das ist slightly different von dem, was in der nächsten Folge passiert. Und ich meine, warum hat man das nicht übersetzt? Es ist doch nur eine Folge gewesen. Und wo wir gerade schon bei Yubel waren, die hat eine männliche und eine weibliche Hälfte, wie man an ihrem Körper oder an seinem Körper erkennen kann. Aber, also, es wird eher davon ausgegangen, dass es ein weiblicher Charakter ist, denn in der deutschen Version wird sie auch von einer weiblichen Person gesprochen. In Japan allerdings hat sie sowohl einen männlichen und weiblichen Sprecher, also ganz, ganz wilde Sache auf jeden Fall. Um aber noch kurz bei Yu-Gi-Oh! GX zu bleiben. Die meisten von euch werden wissen, dass in der ersten Folge Yugi Jaden den geflügelten Kuribo schenkt. Wenn man das so sieht, ist das natürlich extrem cool, weil quasi der Hauptcharakter der letzten Serie dem Hauptcharakter der neuen Serie quasi die Fackel weiterreicht. Allerdings nimmt das Ganze eine ganz, ganz wilde Dimension an, wenn man darüber nachdenkt, dass Yugi zu diesem Zeitpunkt bereits Bescheid weiß, dass Jaden einmal einer der stärksten Duellanten aller Zeiten wird. Denn in der letzten Folge von GX macht Jaden eine Zeitreise und duelliert sich mit Yugi in der Vergangenheit. Das bedeutet also, Yugi weiß zu dem Zeitpunkt, wo er Jaden den geflügelten Kuribo gibt, bereits, dass er sich mit Jaden duelliert hat. Ich meine, habt ihr jemals darüber nachgedacht? Das ist mega krass. Das Intro von Yu-Gi-Oh! Zexal, Take a Chance, ist das einzige Intro einer ersten Staffel einer Yu-Gi-Oh! Serie, welches nicht auf Deutsch übersetzt wurde. Also abgesehen von Brains und Sevens, die es halt sowieso noch nicht auf Deutsch gibt. By the way, es sollte eigentlich gar nicht Yu-Gi-Oh! Zexal heißen, sondern Yu-Gi-Oh! Zeal. Das X ist eigentlich nur eine Art Dekoration und es soll eigentlich Yu-Gi-Oh! Zeal heißen, was auf Deutsch übersetzt Yu-Gi-Oh! Eifer bedeutet, was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass Yuma sehr eifrig daran arbeitet, ein besserer Duellant zu werden. Aber das ist nur eine ganz, ganz wilde Theorie meinerseits. Wie man aus dem ersten Fakt möglicherweise ableiten kann, bedeutet Yugis Name auf Deutsch übersetzt Spiel.
Und Atem, also der Name des Pharaos, bedeutet auf Deutsch übersetzt König. In einer Serie, die König der Spiele heißt. Ich meine, machen wir weiter. Die Namen von Yugi und Joey sind übrigens nicht zufällig ausgewählt worden. Joey hat in der japanischen Version einen anderen Namen, ich glaube Junuchi. Ich könnte aber falsch liegen, was das angeht. Jedenfalls hat Takahashi darauf geachtet, dass dieselben Yu und Joe in den beiden Namen vorkommen, sodass sie zusammen Yujo ergeben, was als Freundschaft übersetzt werden kann. Und in Yu-Gi-Oh! Geht es ja sehr viel um Freundschaft, von daher passt das schon. Ich meine, es gibt sogar eine Karte, die heißt Yujo Friendship. Wurde zwar nie auf Deutsch übersetzt, aber jetzt wissen wir mehr. Und wo wir schon beim Thema Freundschaft sind, Yusei und Kellen sind ja beste Freunde in Yu-Gi-Oh! 5Ds. Ironischerweise werden sie in der deutschen Version von den Synchronsprechern von Son Goku und Krillin aus Dragon Ball Z gesprochen, welche ja bekanntlich beste Freunde sind. Wisst ihr, mit wem Yusei noch befreundet war? Richtig, mit Crow. Dieser wurde am Ende der zweiten Staffel einfach so zu einem Auserwählten. Es gab bereits 4 Auserwählte und mit Goodwin hatte man mehr oder weniger den 5., aber er war nicht wirklich auserwählt, er hatte nur dieses Mal in so einer komischen Kapsel und hat es sich dann auf den Arm gemacht. Ich weiß auch nicht, okay? Jedenfalls wurde Crow nach dem Duell mit Goodwin einfach so zum Auserwählten. Es wurde nie erklärt und es ist einfach so. Aber wenn wir schon bei Crow sind, bleiben wir doch ganz kurz bei ihm. Wir kennen ihn ja mehr oder weniger als Robin Hood, der sich um kleine Waisenkinder kümmert und der einen Traum hat, und zwar die Brücke zwischen Satellite und New Domino City aufzubauen. Also ein richtiger Held eben. Ursprünglich sollte Crow aber der Hauptbösewicht in Yu-Gi-Oh! 5Ds werden. Was machst du denn auf einmal wieder hier? Auf die Ansage bin ich jetzt aber mal gespannt. Aber zuerst kriegst du das, was du verdienst. Was man unter anderem auch daran merkt, dass seine Schwarzflügelmonster einfach mega overpowered gewesen sind. Ich meine, sein Deck war deutlich stärker als das von Yusei. Und auch der letzte erdgebundene Unsterbliche, den dann letztendlich Goodwin bekommen hat, also Viracocha Raska, ist ja ein geflügeltes Ungeheuer mit dem Attribut Finsternis. Es hätte also perfekt zu Crows Deck gepasst. Also, der Typ sollte einfach der Hauptbösewicht werden, aber weil sich die Schwarzflügelkarten so gut verkauft haben, hat man dann sich dazu entschieden, ihn zu einem der Protagonisten zu machen. Toll, dass du da bist. Schön, dich wiederzusehen, Crow. Was treibst du denn so zurzeit? Wer 5Ds gesehen hat, wird sich vielleicht auch noch an die Arcadia-Bewegung erinnern. Das war eine Gruppe von Psi-Duellanten, die ziemlich gruselig gewesen sind, um ehrlich zu sein. Ich meine, es waren Duellanten, die irgendwie ihre Monster materialisieren konnten und damit ihren Gegnern wirklich physischen Schaden zufügen konnten. Akiza gehörte unter anderem dazu. Diese ist nach der zweiten Staffel komplett von der Bildfläche verschwunden und Akiza hat im Nachhinein auch ihre Psi-Kräfte verloren, was unter anderem einen ziemlich ernsten Hintergrund hat. Denn die japanische Sprecherin von Kali soll angeblich in einem ähnlichen Psychokult involviert gewesen sein, welcher damals in Japan in der Öffentlichkeit nicht wirklich gut dastand und man wollte keinen Shitstorm riskieren und deswegen hat man das aus der Serie rausgenommen. Das ist schon ziemlich creepy. Was allerdings auch sehr fragwürdig ist, ist das Konzept von Konami, was die letzten Banlists angeht. Die Banlist als solches ist allerdings ein ziemlich einzigartiges Konzept für ein Kartenspiel, denn in anderen Kartenspielen, wie beispielsweise Pokémon oder Magic the Gathering, gibt es sowas nicht. Da gibt es nicht die Möglichkeit, jede einzelne Karte, die jemals rausgekommen ist, zu spielen, sondern man kann immer nur eine gewisse Anzahl von den letzten Karten, die erschienen sind, spielen. Also nur aus den letzten Sets. Und ich muss sagen, dass das Ding mit der Banlist, das ist eine ziemlich gute Lösung. Was viele allerdings nicht wissen, ist, dass es zu Beginn von Yu-Gi-Oh! Gar keine Banlist gab, sondern nur eine Limited List. Auf dieser Liste waren insgesamt 12 Karten, und zwar Exodia und alle ihre Teile, Wiedergeburt, Schwarzes Loch, Raigeki, Überläufer, Topf der Gier und verräterische Schwerter und Kartenzerstörung, welche allerdings auch 2 gewesen sind. Exodia ist die einzige Karte, beziehungsweise die einzigen 5 Karten, die sich niemals von dieser Position auf der Limited List, beziehungsweise dann später Banlist, wegbewegt haben. Die sind immer auf 1 geblieben. Die allererste Banlist gab es dann allerdings 2004 und zwar ziemlich genau wegen einer Karte, und zwar Yatagarasu, die einen wirklich unfairen Lock ermöglicht hat, sodass der Gegner keine Karten mehr ziehen kann und man einfach die ganze Zeit mit 200 angreift. Es ist ziemlich unfair gewesen und deswegen war Yatagarasu die erste Karte, die verboten wurde. Es wurden auch andere Karten verboten, aber das war die Karte, um die es gehen sollte. Nachdem Harpyien Flederwisch kürzlich von 0 auf 1 gegangen ist, ist Yatagarasu jetzt auch die einzige Karte, die überhaupt noch von dieser damaligen Liste auf 0 ist. Übrigens, wo wir schon bei Harpyien Flederwisch gewesen sind, aktuell haben wir das allererste Format seit 2004, in welchem Raigeki
und Harpyen Flederwisch, also zerstöre alle Monster des Gegners und zerstöre alle Zauber- und Feindkarten des Gegners, im selben Format sind, auf 1. Um das Bandless-Thema aber jetzt abzuschließen, die Panel-Mechanik war zweimal kurz davor komplett zu eskalieren, beziehungsweise war schon dabei, das erste Mal bei PP und das zweite Mal als Electrum rausgekommen ist, und zweimal gab es eine Bandless von Konami, die das sofort hindern musste. Und zweimal haben sich Spieler darüber aufgeregt, dass das Deck, welches sie sich zusammengestellt haben, in der Form nicht spielbar gewesen ist, beziehungsweise nur für sehr kurze Zeit spielbar gewesen ist. Ich meine, Pendel war trotzdem halt mega krass, aber es hätte noch viel, viel krasser sein können. Die Karte Shadol Falco ist ein Empfänger, obwohl das Shadol-Themendeck keine Synchro-Monster hat. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Karte von Gusto Falco inspiriert ist, welcher ein Empfänger ist, aber ich meine, trotzdem ist es... Was soll man damit machen? Die Karte Sternschnuppendrache ist die einzige Karte, die im Anime einen eigenen, eingesungenen Soundtrack bekommen hat. Die meisten von euch dürften Slifer den Himmelsdrachen kennen. Und dieser heißt in der japanischen Version gar nicht Slifer der Himmelsdrache, sondern Himmelsdrache von Osiris. Das Ganze wurde einfach nur von 4Kids in Slifer geändert wegen Roger Slifer, einem Executive von 4Kids. Ich meine nicht, dass ich es auch nur wagen würde, den Namen Slifer anzuzweifeln, aber Osiris wäre auch ziemlich cool gewesen. Große Bestie am Himmelszelt, höre den Ruf aus der Schattenwelt. Steig aus der Kugel, ich brauche dich schnell. Bring mir den Sieg in diesem Duell. Überzieh die Wüste mit deinem Glühen und lass deinen Zorn auf meinen Feind niedergehen. Lass die Macht frei, die tief in dir steckt. Ich bin derjenige, der dich erweckt. Erscheine in diesem Schattenspiel, mit dir zu siegen ist mein Ziel, geflügelter Drache des Ra! Es ist die Beschwörungsformel für den geflügelten Drachen des Ra, die allerdings von Yugi umgeändert wurde. Aber Yugi war nicht der Einzige, der diese Beschwörungsformel abgeändert hat, sondern 4Kids hat sie auch mal wieder abgeändert, denn Marek hat in der Originalversion gar nichts Verständliches gesagt. Er hat einfach in irgendeiner Sprache gesprochen, die absolut kein Mensch versteht, was im Nachhinein betrachtet irgendwie viel, viel krasser ist, als einfach irgendeinen Spruch aufzusagen, der sich antik anhört, aber ich schätze, man wollte es für die Kinder verständlicher machen, also verständlich. Das ist aber nicht das Einzige, was man verändert hat, es gab noch viel krasseres und die meisten von euch werden sich wahrscheinlich daran erinnern, dass Pegasus durch eine Falltür Bandit Keith aus dem Königreich der Duellanten geworfen hat. Im Original war es allerdings so, dass Bandit Keith mit einer Waffe auf Pegasus gezielt hat und Pegasus dann mit der Macht seines Millenniumsauges eine Waffe aus Bandit Keiths Finger gemacht hat, mit der er sich dann selbst auf den Kopf gezielt hat und abgedrückt hat. Also, das war dann doch ein bisschen zu hardcore für die westliche Version. Aber später sollte Pegasus ein ähnliches Schicksal erleiden, denn viele von euch werden sich wahrscheinlich auch noch an das Duell zwischen Bakura und Pegasus erinnern nach dem Königreich der Duellanten, bei dem Bakura das Millenniumsauge von Pegasus an sich genommen hat. Im Original hat er ihm auf brutale Art und Weise das Millenniumsauge aus dem Kopf gerissen, wodurch Pegasus dann ins Reich der Schatten geschickt wurde. Übrigens, wo wir schon über ihn sprechen, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das krass findet, aber Pegasus ist im Königreich der Duellanten einfach erstmal 24. Der Typ sieht aus, als wäre er 45. Ein weiterer Charakter, dessen Alter in Yu-Gi-Oh! GX ziemlich fragwürdig gewesen ist, ist Blair Flanagan. Diese kam in der ersten Staffel von Yu-Gi-Oh! GX in einer Art Filler vor. Ich meine, die erste Staffel von GX besteht quasi nur aus Fillern. Jedenfalls hat sie sich dort als Junge verkleidet und am Ende der Folge stellt sich raus, dass sie erst 8 Jahre alt ist. In der zweiten Staffel, also maximal ein Jahr später, taucht sie dann allerdings plötzlich wieder auf und sieht einfach so aus. Ich meine, also, du kannst mir doch nicht erzählen, dass sie innerhalb von einem Jahr so einen Sprung gemacht hat und jetzt auf einmal irgendwie 16 oder so ist. Ich denke, man wollte sie halt mit im Plot einbauen. Das wäre komisch gewesen, wenn man in einer so ernsten Situation eine 9-Jährige mit auf die Duellakademie packt. Vor allem angesichts der Tatsache, dass sie, als sie 8 gewesen ist, von der Duellakademie weggeschickt wurde, weil sie noch zu jung gewesen ist. Und keine Ahnung, deswegen hat man sie anscheinend einfach älter gemacht und dachte, es wird schon keiner merken. Um aber noch etwas bei GX zu bleiben, ein absoluter Random Fact, die Bujin-Karten Yamato, Mikatsushi, Hirume, Arasuda, Hiruko und Arashima. Ey, ich bin mir sicher, dass ich keinen einzigen davon richtig ausgesprochen habe. Jedenfalls basieren sie auf GX-Charakteren, und zwar auf Jaden, Chaz, Alexis, Bastion, Sartorius und seiner Schwester. Wie kam man Jahre später darauf? Ich meine, nicht, dass ich was dagegen hätte, ich finde es extrem cool, aber warum? Viele von euch kennen wahrscheinlich die Karte Hyosan Ryu, das ist ja dieser Diamantendrache. Und Bastion beschwört den in einer Folge von GX und da sieht er ganz normal aus. Allerdings beschwört Slate, also der Bruder von Chaz, die Karte ebenfalls in seinem Duell gegen Chaz.
und da leuchtet er in Regenbogenfarben. Das Fusionsmonster Musician King ist ein männliches Monster, welches zwei weibliche Monster als Fusionsmaterial benötigt. Der Effekt von Topf der Gier wurde im Anime mehr als 200 Mal erklärt. Die Grabwächtermonster waren das allererste spielbare Themendeck in der Geschichte von Yu-Gi-Oh! Mittlerweile gibt es so ein paar mehr. Bleiben wir aber noch etwas bei den Grabwächtern, denn Grabwächters Attentäter ist eigentlich Grabwächters Attentäterin, denn es ist eine Frau, wie man in Yu-Gi-Oh! GX zu Gesicht bekommt. Lustigerweise ist es auch dieselbe Person auf dem Artwork von Nächtlicher Angreifer. Um aber das Grabwächter-Thema abzuschließen, Grabwächters Orakel bzw. sein Effekt basiert auf den Effekten von den drei ägyptischen Götterkarten Obelisk, der Peiniger, Slifer der Himmelsdrache und der geflügelte Drache des Ra. Sie sind auch im Hintergrund seines Artworks zu sehen und es ergibt ehrlich gesagt Sinn angesichts der Tatsache, dass auch im Anime die Grabwächter letztendlich das Pharaonengrab beschützt haben und der Pharao so Connections hat zu den ägyptischen Göttern, von daher, ich denke, das ergibt Sinn. Die Karten Buch des Mondes, Buch von Tayu und Buch der Verfinsterung haben alle drei dasselbe Artwork, nur in einer anderen Farbe und mit ganz leicht unterschiedlichen Symbolen. Alle drei Karten haben etwas mit der Veränderung von Kampfpositionen zu tun, allerdings gibt es dann auch noch die Karte Buch des Lebens, die absolut gar nichts damit zu tun hat, obwohl sie genauso aussieht wie die anderen und stattdessen einfach nur eine Monster Reborn für Zombies ist. Chess Princeton ist der beste, kreativste und lustigste Charakter in allen verschiedenen Yu-Gi-Oh! Serien. Das ist ein Fakt. Es gibt mittlerweile über 7000 Monster im gesamten Kartenspiel, darunter 23 verschiedene Typen. Und trotzdem bilden Unterweltler, Krieger, Hexer, Drachen und Maschinen bereits die Hälfte aller Monster, obwohl es nur 5 von 23 unterschiedlichen Typen sind. Zusätzlich zu den 23 verschiedenen Typen gibt es auch noch 6 verschiedene Attribute. Ich habe jetzt mal göttliches Ungeheuer und das Attribut göttlich rausgelassen. Und es gibt mittlerweile jede Kombination dieser Attribute und Typen mit der Ausnahme von 3 Kombinationen, und zwar Feuer, Fisch, Wasserpyro und Feuerdonner. Es gibt sogar so Sachen wie Seeschlange Feuer mit Lavalval Chain. Ich meine, das eine schließt doch einfach das andere aus. Das erfolgreichste Deck in der Geschichte von Yu-Gi-Oh! Ist Sky Striker. Und zwar mit Abstand. Es hat insgesamt 12 YCSs gewonnen. Auf Platz 2 befindet sich Burning Abyss mit insgesamt 8 gewonnenen YCSs, worauf ich ehrlich gesagt ziemlich stolz bin. Und Platz 3 teilen sich Necros, Orcus, Spiral, Zodiac, Mermail und Dino Rabbit. Wobei Spiral alle 6 YCSs hintereinander gewonnen hat. Es soll angeblich mal einen Blackluster Soldier gegeben haben, und zwar die Ritualversion, nicht BLS Envoy of the Beginning, die Ritualversion, der für 2 Millionen Dollar versteigert wurde. Aus welchem Grund auch immer. Eine Karte, die in ähnlichen Regionen vom Preis her sein dürfte, ist die Karte Tyler the Great Warrior. Diese Karte gibt es nur einmal auf der gesamten Welt und wurde von der Make-A-Wish Foundation für einen kranken Jungen gemacht. Er hat ein bisschen was von Future Trunks, um ehrlich zu sein, also der Junge hat auf jeden Fall Geschmack. Das Siegel von Urikalkos, und zwar nicht die dumme Version aus der Legendary Collection 3, sondern das Siegel von Urikalkos, welches die Seele des verlierenden Duellanten an sich reißt, existiert. Es gibt insgesamt 15 Kopien des Siegels von Urikalkos. Und sie alle wurden im Jahre 2005 an Konami bzw. Upper Deck Mitarbeiter verteilt. Die Karten Polymerisation und Schwarzer Magier sind die einzigen Karten, bei denen die alternativen Artworks eigene Zahlencodes haben. Die erdgebundenen Unsterblichen aus Yu-Gi-Oh! 5Ds basieren auf den realen Nazca-Linien aus Peru. Das Ganze wird auch in der Serie aufgegriffen und jeder erdgebundene Unsterbliche repräsentiert quasi ein Symbol. Das Krasse an der Sache ist allerdings, dass viel später in Yu-Gi-Oh! 5Ds auch noch der rote Nova-Drache dazugekommen ist, welcher in der Serie ebenfalls als eine Art erdgebundener Unsterblicher oder eine Weiterentwicklung von denen zählt. Und hierbei ist das Krasse, dass der rote Nova-Drache auf der Schlangen-Nazca-Linie basieren soll, die allerdings nicht existiert, im Gegensatz zu allen anderen erdgebundenen und sterblichen Symbolen. Zumindest war das so, als Roter Nova-Drache rausgekommen ist. Denn 4 Jahre, nachdem diese Karte im Anime und im Kartenspiel rausgekommen ist, gab es einen Sandsturm in Peru, nachdem sich herausgestellt hat, dass es wirklich eine Schlangen-Nazca-Linie gibt. Ich meine, das ist absolut krass, die haben einfach die Zukunft vorhergesagt. Die Karten König von Yamimakai, Baroks, Schloss der dunklen Illusion, Sensenmann der Karten, Dunkle Chimäre, Schwertarm des Drachen und Utopia Prime sind die einzigen Karten, deren Angriffs- bzw. Verteidigungspunkte nicht durch 50 teilbar sind. Die ersten 5 Karten gehören alle dem Charakter Panic und dass die alle so komische Werte haben, liegt daran, dass sie einen Feldpower-Bonus im Anime bekommen, welcher im Manga irgendwie vergessen wurde und man musste die Werte so machen, dass sie nach dem Feldpower-Bonus dann die richtigen Werte aus dem Manga ergeben. Also
komische Sache, es hat auf jeden Fall einen Grund. Und die Sache bei Utopia Prime ist, dass sie im Manga als Nummer 1 galt und deswegen auch 2501 Angriffspunkt hatte. Und im realen Kartenspiel wäre das mit Kosten bezahlen, also bei so Sachen wie feierliches Urteil und so weiter, ein bisschen schwierig geworden. Deswegen hat man sich dann für 2510 entschieden. Apropos Kosten bezahlen, im OCG kann man sich mit dem Bezahlen von Kosten selbst auf 0 Lebenspunkte bringen, im TCG allerdings nicht. Das bedeutet also beispielsweise, wenn du im OCG eine Imperial Order liegen hast und noch genau 700 Lebenspunkte hast, dann musst du diese 700 Lebenspunkte bezahlen und gehst damit auf 0. Im TCG, wenn du genau 700 Lebenspunkte hast, wird Imperial Order einfach zerstört. Um aber nochmal auf die Karten mit komischen Angriffs- und Verteidigungswerte einzugehen, die Karte Sensenmann der Karten hat einen ziemlich komischen Zufall, was die Angriffs- und Verteidigungspunkte angeht. Denn man soll die Angriffs- und Verteidigungspunkte in irgendeinem japanischen Dialekt als Himitsuyama Ikusare lesen können. Ich habe keine Ahnung, ich habe das nicht studiert, okay? Ich war lediglich im Internet unterwegs. Übersetzt soll das Ganze bedeuten, you are going to the secret mountain. Was schon ziemlich creepy ist angesichts der Tatsache, dass es der Sensenmann der Karten ist. Wie gesagt, gibt es mittlerweile über 7000 Monster im gesamten Kartenspiel. Allerdings gibt es davon nur 23 Monster, welche Level oder Rang 11 sind. Und insgesamt gibt es davon auch nur 3, die man als normale Beschwörung beschwören kann. Die Karte Salamangreat Zebroid X kann zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos nicht benutzt werden, beziehungsweise ihr Effekt kann nicht benutzt werden. Denn ähnlich wie bei Blue Eyes Shining Dragon und dem blauäugigen Ultradrachen ist es hier so, dass die Karte, die man für den Effekt dieser Karte braucht, noch gar nicht im TCG existiert. Ghost Ogre and Snow Rabbit ist die einzige von den Ghost Sister Hand Traps, ihr wisst schon ganz genau, was ich meine, welche nicht vom Typ Zombie, sondern vom Typ C ist und welche ihren Effekt auch vom Feld aus benutzen kann und nicht nur von der Hand aus. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie die erste von denen gewesen ist, die rausgekommen ist und damals hatte man vielleicht noch nicht geplant, noch 5 weitere rauszubringen. Die Karte Nummer 7 Glücklicher Schlags. Was ein Name, Alter. Die Karte Nummer 7, Glücklicher Schlags, hat 7-mal die Nummer 7 auf sich drauf. Also bei den Angriffs- und Verteidigungspunkten, dem Namen und so weiter und so fort. Zumindest, wenn man die Sterne auch als eine 7 dazu zählt. Okay, das ist jetzt mehr eine persönliche Erfahrung von mir, aber Yu-Gi-Oh! Videospiele sind grottenschlecht übersetzt. Es ist einfach so, als wären diese Spiele mit Google-Übersetzer übersetzt worden. Die Charaktere sagen beispielsweise so Sachen wie lass gehen, was im Deutschen gar keinen Sinn macht, aber im Englischen halt let's go bedeutet, oder ich duelliere dich, anstatt ich werde mich mit dir duellieren. Wäre es so schwer gewesen, das zu übersetzen. Wo wir aber schon bei Videospielen sind, in Yu-Gi-Oh! GX Tag Force Evolution für die PlayStation 2 war es möglich, alle Karten im Spiel durch einen Glitch zu bekommen. Man musste einfach nur alle Codes von allen Karten wissen und ich meine, das ging ja mit Google, ne? Also ist ja kein Problem. Und wenn man diese Codes eingegeben hat, dann bekommt man diese Karten halt im Spiel ausgeliehen. Wenn man dann allerdings zurück zum Ausleihschalter gegangen ist und den Filter geleert hat, dann hatte man diese Karten einfach so. Ein weiteres Videospiel ist Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters. Das gibt es auch als Brettspiel. Es war allerdings nicht wirklich erfolgreich. In der Legendary Collection Joey's World gibt es einige normale Monster, welche in ihrer Kartenbeschreibung in Joey's Akzent geschrieben sind. Es gibt keine Karte im gesamten Spiel, die für Kosten zerstört. Die Karte Neodedalus, der Ozeanherrscher, hatte bei ihrem ersten Printing ihre Bedingung, dass man Leviadrache Dedalus als Tribut anbieten muss, nicht auf der Karte beschrieben. Dasselbe gilt auch für die Karte Aufgegeben. Hier war allerdings das Problem einfach nur, dass die Ritualbedingung dieser Karte nicht mehr mit drauf gepasst hat, weil man damals noch nicht so eine vorteilhafte Schriftgröße hatte. Ein ähnlicher Fall ist bei der Karte Waboku gewesen, denn auf dem ersten Printing von Waboku steht nicht, dass Monster nicht durch Kampf zerstört werden können, sondern nur, dass man keinen Kampfschaden bekommt. Obwohl die Karte ursprünglich so funktionieren sollte. Also, selbst wenn man 2002-Format spielt, in dem Waboku nur diesen Teil des Effekts hatte und nicht den Teil des Effekts, dass Monster nicht durch Kampf zerstört werden können, können Monster trotzdem nicht durch Kampf zerstört werden. Die Karte war von Anfang an so gedacht, ich weiß nicht, warum man es nicht draufgeschrieben hat. Es gibt immer ein Gegenstück zu den Oldschool Burn- bzw. Heal-Karten. Wenn es beispielsweise eine Karte gibt, die 500 Punkte Schaden zufügt, gibt es auch eine Karte, die 500 Lebenspunkte generiert. Die einzige Ausnahme bildet Diane Kitto Meisterheiler. Davon gibt es kein Gegenstück, also zumindest ist mir keine Zauberkarte bekannt, die einfach nur 1000 Schaden hinzufügt. Das, was dem am nächsten kommt, ist Schreckliches Feuer, welches einem selbst auch 500 Schaden zufügt. Wenn man sich die Karte Tausendäugiges Opfer mal anschaut, gibt es 3 Sachen, die dort sein Gesicht sein könnten. Einmal dieser goldene Ball, einmal sein Bauch, auf dem 2 Augen mehr oder weniger zu sehen sind
und auch ganz oben auf seinem Kopf dieses ganz, ganz kleine runde Ding, auf dem man mehr oder weniger ein Gesicht sehen kann. Ich schätze, das soll sein Gesicht sein. Allerdings habe ich das bisher nie gewusst. Die Kartenbeschreibung der Karte Übelschar Heliotrop ist rückwärts geschrieben. Warum auch immer. Gerümpelsynchronisierer ist das einzige Synchronmonster, welches auf Deutsch Synchronisierer und eben nicht Synchron heißt. Aus welchem Grund auch immer. Lustigerweise gibt es noch die Karte Blumensynchron, welche in einem späteren Printing nicht mehr Blumensynchron hieß, sondern in Blumensynchronisierer umbenannt wurde. Warum man das gemacht hat, ich habe keine Ahnung. Die Karte Darkness Approaches war die einzige Karte, die es möglich gemacht hat, Monster in den verdeckten Angriffsmodus zu drehen. Allerdings ist das auch heutzutage nicht mehr möglich, es ist einfach nur ein schlechteres Book of Moon. Es gibt ein Artwork, bei dem die Karte Parasitenparasit aus dem Gesicht des Gegners kommt, was absolut ekelhaft ist. Die Karte Regenbogendrache war die allererste Ghost Rare aller Zeiten. Mittlerweile gibt es 35 und kürzlich ist endlich nach Jahren wieder eine Ghost Rare rausgekommen mit dem geflügelten Drachen des Ra. In früheren Boostern der Hauptserie war jede Rare aus dem Booster ebenfalls als Ultimate Rare erhältlich. Also alle Rares, Super Rares und Ultra Rares und ich glaube auch Secret Rares, ich bin mir da gerade nicht ganz sicher, gab es auch als Ultimate Rares. Kagemusha der Blauen Flamme ist das erste Monster, welches jemals im Yu-Gi-Oh! Anime gespielt wurde. Auch wenn die meisten Leute denken, dass Elemental Neos das eigentliche Bossmonster von Jaden Yuki ist, ist es tatsächlich Elemental Flammflügelmann. Zumindest wird in der ersten Staffel viel darüber gesprochen. Es gibt auch ein Duell zwischen Jaden und einem Typen, der so tut, als wäre er Yugi. Und da vergleicht Jaden seinen Elemental Flammflügelmann mit Yugis schwarzen Magier. Ich schätze, Elemental Neos ließ sich einfach nur besser vermarkten. Wisst ihr noch, dass ich gesagt habe, dass Crow einfach random zu einem Protagonisten gemacht wurde und dass er deswegen zu einem Auserwählten geworden ist, auch wenn es irgendwie gar keinen Sinn gemacht hat? Ursprünglich wollte man Leo zu einem der Auserwählten machen. Übrigens ist Werkzeugdrache nicht Leos Auserwählten-Drache, sondern der erst viel später erscheinende Lebensstromdrache. Auch wenn den kaum jemand kennt. Außerdem wurde Werkzeugdrache in der kompletten Serie nie zerstört, obwohl Leo so viele Duelle verloren hat. Die Karte Maid mit den blauen Augen soll Kisara aus der letzten Staffel von Yu-Gi-Oh! Darstellen. Wer 5Ds gesehen hat, kennt wahrscheinlich auch Officer Trudge. Dieser kam im originalen Yu-Gi-Oh! Manga vor und wurde dort von Yugi so ziemlich in die Mangel genommen. Zane Truesdale wird im Manga, der ja gar nicht auf Deutsch erschienen ist, sondern nur auf Japanisch und auf Englisch, Kaiser genannt. Also das deutsche Wort für Kaiser. Und komischerweise haben einige der Cyberdrachenkarten, die später als Support rausgekommen sind, also Cyberdrache 2, 3, 4, Herz, Nächster, Sieger und so weiter und so fort, alle deutsche Namen, auch in der englischen und japanischen Version. Die komplette dritte Staffel von Yu-Gi-Oh! 5Ds musste umgeschrieben werden, weil Konami darauf bestanden hat, dass Karten, welche bald in Boostern rauskommen würden, mit in der Serie verbaut werden. Außerdem musste die Synchronsprecherin von Akiza in Pause gehen, wegen Schwangerschaft oder Hochzeit, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr genau. Und einige der Writer waren parallel zur Serie an dem neuen Yu-Gi-Oh! Kinofilm beschäftigt, wodurch die komplette Staffel einfach nochmal neu geschrieben werden musste. Was auch der Grund dafür ist, dass sie wahrscheinlich nicht so gut geworden ist wie die beiden ersten. Yu-Gi-Oh! GX und Yu-Gi-Oh! 5Ds wurden nicht von Kazuki Takahashi gezeichnet, aber er hat die Charaktere und deren Monster entworfen. Außerdem wollte Takahashi, dass Yu-Gi-Oh! Nach 5Ds zu Ende ist. Was man irgendwie auch daran sehen kann, dass danach das Interesse der Zuschauer gesunken ist. In der vorhin angesprochenen Season Zero von Yu-Gi-Oh! Hatte Kaiba grüne Haare. Und der Charakter Noah aus dem virtuellen Weltarc ist wahrscheinlich eine Anspielung darauf. Das Reich der Schatten, welches wahrscheinlich jeder einzelne von euch kennt, beziehungsweise jemals wenigstens davon gehört hat, existiert eigentlich gar nicht. Es gibt keinen Ort, an dem man hingeht, wenn man ein Duell verloren hat. Im Manga sterben diese Personen einfach. Allerdings war das wohl zu krass und deswegen musste man sich einen imaginären Ort aussuchen, wo dann die Seele temporär hinkommt, zumindest bis der Hauptcharakter dann den Bösewicht besiegt. Obwohl viele Leute Marek als Hauptbösewicht in der Yu-Gi-Oh! Serie sehen, ist er es tatsächlich eigentlich gar nicht, sondern Bakura. Der Eindruck, dass Bakura eher unwichtig ist, entsteht einfach dadurch, dass es noch zwei Filler-Staffeln gab, die es eigentlich im Manga gar nicht gab, wodurch Bakura sehr lange untergetaucht ist und die letzte Staffel haben wahrscheinlich viele Leute gar nicht gesehen, von daher wissen sie es einfach gar nicht und denken, Marek ist der Hauptboss der Serie, obwohl er es halt einfach gar nicht ist. Habt ihr euch jemals gefragt, warum es im Anime keine Namen oder sonst irgendwelche Texte auf den Karten gibt? Das liegt daran, dass die Karten sonst als Werbung durchgehen würden und man das zensieren muss, damit die Karten nicht als Werbung gekennzeichnet werden müssen. Und zu guter Letzt, die Wahrscheinlichkeit, Exodia in einem 40-Karten-Deck auf der Starthand zu haben,
beträgt 1 zu 658.008. Exodia, obliterate! Ja, Freunde, das waren 100 Fakten über Yu-Gi-Oh! Ich weiß nicht, warum ich mir das angetan habe, aber lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, ob ihr alles wusstet oder ob es Fakten gibt, die ihr noch nicht gewusst habt über Yu-Gi-Oh! Würde mich mal interessieren. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.